Ground and Pound TV hier in Köln. An meiner Seite das Team von Agoge, Ivan, Ilias und Nick. Ja, herzlich willkommen, sage ich mal. Wir sind gerade im nagelneuen Cuidado Store. Vielleicht erstmal die Frage, wie gefällt es euch hier? Ihr seht es zum ersten Mal genauso wie wir. Ja, auf jeden Fall ein sehr schöner Laden, eine gute Verkaufsfläche. Und der heutige Tag eignet sich besonders zum Besuch, weil hier ein sehr, sehr starker Support angereist ist heute. Unter anderem mit Gilbert, und Chris Schückrü und Stefan Leko. Schön, die alle mal aus der Nähe hier zu sehen und mit den Jungs zu quatschen. Genau so sieht's aus. Ich mache einfach mit dir weiter. Wie er schon angesprochen hat, ihr habt ein großes Team mitgebracht, das sich das Ganze hier anguckt. Düsseldorf ist ja nicht weit von Köln. Ja, was kann man bei euch erwarten bei Agoge? Da gibt es ja nicht nur CrossFit, sondern einiges mehr. Kann man erwarten, ja, einiges. MMA, K1, Boxen. Dann noch Yoga, Krav Maga, BJJ, Nogi. Das volle Programm, wie man hört. Alles, eigentlich alles. Ich sag mal, wir decken jede Sparte vom Kampfsport ab und auch vom Strength Conditioning Training. Da denke ich mal, da wird alles gedeckt sein. Genau, Nick, erzähl uns vielleicht am besten, wie groß die Fläche ist und wann es denn soweit sein wird. Es gibt ja, wie wir in unserem Artikel geschrieben haben, Soft Opening und dann gibt es das offizielle, die große Eröffnungsfeier. Aber wie gesagt, erstmal die Größe. Ich denke mal, das interessiert viele Leute, wie immens das Ganze wirklich ist. Also das ist eine Fläche über 1000 Quadratmeter auf zwei Ebenen, drei Räume. Also können wir Kurse parallel machen. Ist jetzt nicht nur, dass ein Kurs nach dem anderen, sondern können parallel arbeiten. Können switchen, wenn der eine Kurs zu Ende ist, kann man dann auch Sparring machen im Boxkurs oder im Thai-Boxkurs. Wir haben alles, haben wir da, also jegliche Trainer, Top-Leute, weltbekannte Leute, haben ohne Ende Gas gegeben in der Richtung, haben High-End-Produkte, also alles, was das Kämpferherz begehrt, was das Crossfitter-Herz begehrt. Und da kann man eigentlich nichts mehr dazu sagen, das ist eigentlich alles mit so gesagt. Hört sich sehr gut an. Wir hatten gerade schon mit Gilbert Eibe gesprochen, Christian Gimbi, Stefan Leko. Also wie gerade schon selbst erwähnt hat, tolle Stars mit dabei. Deutschland rüstet auf, kann man ja so sagen. Was ich ihn gerade gefragt habe, wann ist das große Opening und wo kann man euch finden für die Leute da draußen, die sicherlich jetzt Interesse bekommen haben? Ihr findet uns auf der Kölner Landstraße 18 in Düsseldorf-Wersten. Wir sind offizieller Partner von Reebok, Reebok CrossFit Düsseldorf und Agoge MMA, alles unter einem Dach. Professionelles Training, sowohl für Top-Kämpfer, aber auch für ganz normale Jungs und Mädels, die einfach ein bisschen was an ihrer Kondition tun wollen. Das hört sich gut an, in diesem Sinne auf jeden Fall vorbeikommen. Vielleicht die letzte Frage, wollt ihr noch irgendwas loswerden? 1.7. hast du gerade schon erwähnt, ist das Soft Opening. Wollt ihr sonst noch irgendwas loswerden? Ja, ihr seid herzlich eingeladen auf der Eröffnungsfeier am 13.7. Jeder, der vorbeikommen will, der Zeit hat, kommt vorbei. Schaut euch den Laden an. Ja. Ja, und an der Stelle auch nochmal vielen Dank an euch, dass wir Interview geben können und wir zusammenarbeiten können und hoffe, ihr kommt auch und guckt euch die ganze Fläche mal an. Und ja, in diesem Sinne, bis dann. Genau, wir freuen uns drauf. Vielen Dank. Danke dir.